Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Trainfieber. Und wir sind hier in Wettringen bei unserem Riesenbahnhof. Und guck mal, da gehen ja schon die ersten Leute Richtung Bahn. Sehr schön. Jetzt aber, was mir noch einfiel, hua. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, hier das mit diesen Fake-Zügen, das geht nur mit einem Depot. Aber da kam mir eine Idee, das müsste doch, ich habe es noch nie probiert, aber eigentlich müsste es doch möglich sein, einem Zug eine Strecke zuzuweisen, via Wegpunkt, so dass eigentlich der Wegpunkt nur der Abschluss ist. Jetzt habe ich mir überlegt, wir versuchen das jetzt einfach einmal. Und dafür brauchen wir im Prinzip ein Depot außerhalb, wo dieser Fake-Zug nachher dieses Gleise erreicht. Also das müsste irgendwo an diesem Gleise sein. Dann lasst uns das doch mal machen. Ich würde mal sagen, nicht auf dieser Seite wäre gar nicht so schlecht. Ja, das gibt jetzt halt fast eher einen Test, aber hier hinten haben wir Platz. Hier sind wir nicht im Weg. Dann versuchen wir das doch einfach mal. So, hier ein bisschen raus. Okay, dann gibt es hier ein schönes Depot. Wir könnten ja eigentlich nochmal so... wie heißen die Teile eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Drehscheiben-Dingens hinstellen? Ne. In die Richtung würde es gehen. Das könnten wir eigentlich machen. Dann haben wir hier auch noch eins. Hier im Weißwasser. Ja, warum nicht? Dann haben wir hier schön nochmal was zu basteln. Und zwar gleich mal noch das Teil hier vollenden. Jetzt möchte ich aber nicht den Fokus aus den Augen verlieren. Das passiert bei diesem Spiel eben relativ gerne. Nämlich, dass wir da mit dem Fake-Zug was probieren. Ist mir das nahe genug? Nein, irgendwie ist mir das nicht nahe genug. Das muss näher gehen. Das geht nicht näher. So geht's. Okay, jetzt ist es halbwegs dran. Ja. Gut, das passt. Und jetzt soll das hier rein. Sag mir nicht, dass das nicht geht. Ne, das geht. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier schon eine optische Verschönerung. Das gleiche hier noch. Geht das hier rein? Nein, aber dann geht es hier rein. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch schon. Da können wir dann noch Häuschen und Sachen hinstellen. Sehr schön. Wo wir es gerade von Häuschen und Sachen haben, ich wollte schon lange mal wieder so eine hinstellen. Die kommt jetzt, wenn sie nicht mackt, irgendwie macken die Teile alle. Ja, da wäre es gar nicht schlecht gewesen. Kommt jetzt mal hier hin. Okay, gut. Und jetzt, was wollten wir? Wir wollten einen Fake-Zug nach da hinten. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein Signal machen, sonst gibt das ein Durcheinander. Wo haben wir denn die Signale? Die sind hier oben. Hier ist eins. Okay. Kriege ich das noch hier hin? Doch, das geht. Sehr schön. Hier machen wir auch eins. Dann lassen wir es laufen, weil der Zug da sowieso gerade daherkommt. Und dann müssten wir eigentlich nachher den Platz haben, um den Fake-Zug dadurch rasseln zu lassen. Wir werden den jetzt erstmal kurz kaufen. Und dann müssen wir dann vielleicht... Oh, ja, sollen wir vielleicht? Warum nicht? Eine Dampflok. Kalt. Okay, die gäbe es auch noch dampfend. Soll die dampfen? Wie sieht das aus, wenn die hier dampfend hier hinten steht? Das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Dann nehmen wir sie doch dampfend. Gut, einmal dampfend. Dankeschön, wo bist du? Nicht verstecken, nur keine falsche Scham. So, dazu ein paar Waggons. Da können wir jetzt aber eigentlich... Haben wir noch irgendwas, was alt aussieht an Personenwagen? Das sind alles moderne. Oh, hier. Okay, das passt doch perfekt. 1975. Mal drei solche. Zwei solche. Nee, auch drei. Gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, das müsste sich jetzt eigentlich der Linie 33 war es, zuweisen lassen. Mal gucken. Abgestürzt ist es nicht. Das mit dem freien Weg, das würde sogar so weit stimmen, denn erst muss mal dieser Zug hier dran vorbei. Machen wir mal zu.
Da kommt sie. Sehr schön. Ach, ich liebe die Teile einfach. Die fährt jetzt natürlich auch nicht schneller wie 20. Also die braucht jetzt einen kurzen Moment. Bis sie dahin... Ah, Moment. Mist, Mist, Mist. Kleiner Fehler. Das ist natürlich nicht Linie 33. Stopp, stopp, stopp. Sondern... Das ist eine neue Linie. Ganz einfach. Und zwar soll die Linie von hier oben... Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Die fährt natürlich nicht aufs Abstellgleis, sondern im Bahnhof rein sonst. Und da bringt sie uns nichts. Also, das soll man von hier... Falsch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös. So. Also, wir nutzen diesen Bahnhof sozusagen nur als... Lockmittel. Und jetzt müssen wir sie hier irgendwo raufkriegen. Auf eines dieser Gleise. Wo kommst du rauf? Hier kommt es rauf, das Ding. Hier würde sie eigentlich auch raufkommen. Würde ich mal sagen, machen wir hier aufs erste Gleis. So, und das müsste jetzt eigentlich reichen, falls das angenommen wird vom Zug. Linie 51, dass er das anfährt. Also, das wäre dann nicht Linie 33, sondern wir hätten dich gerne auf Linie 51. Wird das hier angezeigt? Wo haben wir sie denn? Oder ist dann die Linie noch nicht fertig? Ah, das könnt ihr mir nicht antun. Weil es keinen zweiten Bahnhof dahinter hat. Ja, wir könnten natürlich sagen und dann wieder zurück. Dann hätten wir auch einen Abschluss. Denn, ah doch, hier ist er ja. Okay, Linie zuweisen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Lassen wir es mal laufen. Was macht sie? Gar nichts. Wenn wir Linie 51 zuweisen. Kein Weg, sagt sie. Aha. Stellen wir noch mal kurz ab. Warum hast du keinen Weg? Du kannst doch hier auf dieses Gleis, dann hier runter, hier rein und dann hier auf dieses. Wahrscheinlich geht es eben doch nicht ohne weiteren Bahnhof. Okay, dann werden wir die Linie 51 dahingehend verändern, dass es dann wieder zurückgeht nach Schweich hier oben. Fügen hier eine Haltestelle hinzu. So, jetzt müsste das Ganze eigentlich abgeschlossen sein. Ja, so richtig gefällt unserer Lok das nicht. Warum denn? Also Weg hat's. Aber kein Weg heißt eigentlich, dass irgendwo was fehlt. Zum Beispiel Strom. Aber das ist ja eine Dampflok, die braucht keinen Strom. Das kann es also nicht sein. Und eine Kreuzung hat es hier. Also es ist machbar, dieses Gleis hier zu erwischen. Aber irgendwie geht es doch nicht. Das ist ja ärgerlich. Von Schweich nach Wegpunkt hier unter, hier unten und wieder nach Schweich. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Mein guter Zug. Hm. Oder müssen wir das anders machen? Wir löschen das mal und gucken mal, ob das was bringt, wenn wir ihn hier hinschicken. Na, jetzt. Weißwasser Ost. Jetzt setzt er sich in Gang. Okay. Dann hätte ich jetzt aber gerne, dass du den Wegpunkt Weißwasser anfährst. Sonst fährst du mir hier unten doch zu wild in der Gegend rum. Und wir setzen hier den Wegpunkt gleich nochmal. Das ist doch das größere Gebastel, als ich dachte. Hier hatten wir ihn. Wegpunkt Weißwasser. Haltestelle hinzufügen. So. Jetzt müsste er doch eigentlich... Jetzt wartet er sowieso auf freie Wege. Das heißt, die Strecke funktioniert. Ah, okay. Unser Danzas-Zug. Das ist auch okay, dass der Vortritt hat, denn der... der arbeitet. Dann wartest du hier, bis der... entweder im Zug verschwunden ist, oder... bis er wieder hier vorbeigerauscht ist. Na, wahrscheinlich bis er hier vorbeigerauscht ist. Dann stellen wir mal auf schnell. Mache ich sehr ungern. Ich mache es jetzt trotzdem. Aber ich habe immer das Gefühl, ich verpasse dann zu viel. Denn dieser Bahnhof, der ist ja immer noch in Entwicklung.
Und ich wollte jetzt eigentlich auch nicht hier die halbe Folge damit vertrödeln, den Zug dahin zu kriegen, aber es geht halt nicht anders. Sobald wir das geschafft haben, gehen wir zurück nach, wie hieß es, Wettringen. Jetzt hat es gerade gespeichert. Okay, jetzt setzt er sich in Gang. Aber jetzt fährt er nach Weißwasser-Ost. Das ist halt eigentlich nicht, was er soll, sondern er soll zu diesem Teil hier nochmal schnell gucken. Zum Wegpunkt Weißwasser, nicht nach Weißwasser-Ost. Naja, jetzt lassen wir mal hier reinfahren. Mit seinen 20 Stundenkilometern. Das dauert sowieso eine halbe Ewigkeit. Ich kann ihm nicht sagen, dass er hier hin soll. Das funktioniert nicht. Nein. Geht nicht. Okay. Dann fährst du hier mal in den Bahnhof rein. Mach das mal. Gut. Jetzt stoppen wir dich. Wenden. Weiterfahren. Und jetzt bist du dem anderen Zug im Weg. Oder was hast du jetzt für ein Problem? Na, das ist ja wieder eine Geschichte hier. Eigentlich müsstest du doch, oder hat der hier kein Signal, dass der noch blockiert? Doch, der hat ein Signal. Daran liegt's nicht. Kurz Pausenmodus. War vielleicht doch nicht so eine schlaue Geschichte hier mit diesem Fegzug. Das ist ja eigentlich nur noch dieser Zug hier oben. Der hat doch hier ein Signal, haben wir doch hingestellt. Hier, das ist es doch. Da müsst ihr doch einen freien Weg haben, von hier nach hier. Müsste, sollte, täte. Nochmal zurück. Wenn ich das Signal wegnehme, das geht wahrscheinlich nicht, weil der blöde Zug im Weg ist. Doch, das geht. Wie sieht's dann aus? Wartet da immer noch auf freie Wege? Ja, sag mal, hackt's? Was für einen freien Weg denn, um Himmels Willen? Dann werden wir uns jetzt hier mal kurz nochmal mit Signalen beschäftigen müssen. Das hier war sicherlich schon mal nicht komplett falsch. Hier noch eins, bringt auch nichts. Hier ist noch ein Zug. Aber der wartet nicht auf uns, sondern der wartet auf irgendwas dahinter. Da sind auch noch Züge unterwegs. Müsste man sich auch mal noch schnell angucken. Ja, sowas Doofes. Und jetzt wartet der auch auf freie Wege, das ist klar. Aber da müsste sich doch die Dampflok jetzt in Bewegung setzen. Ach so, nee, die möchte natürlich nach Schweich. Und nach Schweich kann sie nicht. Okay, dann möchtest du einfach ins Depot. Das müsste ja klappen. Okay, das macht sie. Das ist doof. Ich kann der die Linie 51 zwar zuweisen, aber ich kann nicht sagen, dass er als erstes da die Haltestelle... Jetzt versuche ich es mal nochmal, wenn ich Linie 51 zuweise. Wo möchtest du dann hin? Dann wartest du auf freie Wege. Du solltest dann nicht nach Schweich, sondern zum nächsten Punkt. Das müsste doch möglich sein. Dann kommt der Bahnhof. Das müsste doch möglich sein, dem Zug zu sagen, er soll das überspringen und soll hier hin. Nicht nach Schweich. Nein, geht nicht. Ah, doof, doof, doof. Okay, der fährt jetzt natürlich dem sozusagen genau rein. Dann weißt du was? Wir vergessen die Übung, das dauert mir zu lange. Fahr du zurück ins Depot und dann kannst du hier parkieren. Dann haben wir es wenigstens mal versucht und relativ schnell herausgefunden, dass es nicht funktioniert. So, dann kannst du hier rein. Machen wir gleich ein bisschen langsamer. So, stoppen. Ja, ein bisschen kannst du noch. So, wenden. Wenden, okay. Jetzt raucht hier der Waggon. Eigentlich müsste die Lok hoch. Was macht's denn jetzt? Jetzt packt's ein bisschen. Jetzt raucht da der Waggon. Das ist ja auch nicht schlecht. Nochmal wenden. Wir können sie natürlich auch so stehen lassen. Dann fährt sie da halt rein. Aber eigentlich würde es mir in die andere Richtung besser gefallen. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, man musste die nochmal kurz fahren lassen. Wir könnten sie noch ein bisschen fahren lassen. Ganz ein bisschen, damit die Lok gerade steht. Ja, da bin ich pingelig. Gut, und jetzt wartet die sowieso hier und verpestet ein bisschen die Umwelt.
Okay, gut. Das mit Linie 51. Das hat nicht geklappt. Die Linie 51. Das war die hier. Die verabschiedet sich wieder. Sehr schön. Dann haben wir hier einfach die Fake-Lokomotive. Das passt auch. Ist doch auch schön. So, jetzt aber Stantepede hier zurück nach Wettringen. Oh, guckt euch das mal an. Heiliges bisschen. 145 Leute. Okay. Da können wir statt, dass wir eine andere Stadt anschließen. Wobei, okay, der hat jetzt natürlich hier unten gewartet. Das war genau dieser gelbe Danzerszug, den wir blockiert hatten. Der hat hier aber auch 119 Leute. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich wegen primär wegen der Übung, die wir gerade abgehalten haben? Es war ja doch zum größten Teil eigentlich im Pausenmodus das Spiel. Oder hat es hier wirklich so eine große Nachfrage? Wie viele Leute kann denn der Zug aufnehmen? 119 von 119. Ich glaube, es würde nicht schaden, hier eine zweite Linie zu installieren. Nicht hier. Ach so, das ist der Zug. Da habe ich sowieso einen falschen angeguckt. Wir müssen den Zug haben, der nachher hinten fährt. Wo haben wir den? Steckt der vielleicht irgendwo fest? Deswegen die vielen Leute? Werden wir gleich rausfinden. Ja, ist halt je größer das es wird, desto komplexer. Aber es macht auch dementsprechend Spaß. Ne, das müsste der sein. Der kommt hier mit 0 Leuten an. Das ist ja auch nicht schlecht. Linie 49. Genau. Der hat eigentlich nicht gewartet. Wobei, der hat auch gewartet. Es kann natürlich sein, dass der hier zu lange warten muss, weil der benutzt welches Gleis? Dieses hier. Okay, haben wir hier ein Signal? Nein, haben wir nicht. Aber von hier unten kommt auch ein Zug. Ja, die weiße Linie. Okay, dann machen wir hier noch ein Signal hin. Dann wartet der da auch nicht mehr so lange. Und zwar so. In Fahrtrichtung für die weiße Linie. Gut, passt. Jetzt hat er eh schon wieder auf freie Wege gewartet. Warum das denn? Wegen dem hier hinten wahrscheinlich. Okay, aber jetzt müsste der eigentlich besser fahren können, ohne dass er dauernd hält. Aber hier hat es halt auch endlos viele Leute. Einiges bisschen. Okay, eben, aber da kommen wir wieder auf das zurück. Das ist der Zug, den wir blockiert hatten. Das lassen wir mal im Moment noch so laufen. Wir müssen aber sowieso ja, wenn wir... Boah, guckt euch das mal an. Die haben so eine Freude an ihrem schönen Bahnhof. 157 Leute. Und der ist erst hier unten. Okay, das dauert halt einen Moment, bis der da oben ist. Da gehen nur 100 rein. Sollen wir doch vielleicht hier den zweiten schon mal machen? Ich würde mal sagen, ja, wir machen. Statt dass wir die Stadt weiter anschließen und dann überall nicht wirklich optimierte Linien haben, optimieren wir erstmal. Hier einmal durchs Tunnel durch. Geht das in einem Hau? Das geht. Okay. Dann geht das hier rüber, hier runter. Das ist ja eigentlich relativ schnell gemacht. Ist sicherlich schneller gemacht wie eine neue Linie. In eine neue Stadt. Aber das werden wir natürlich auch noch tun. Wir können ja nicht den schönen Bahnhof da oben bloß für eine einzige Linie benutzen. Auch wenn es eine relativ fette ist, muss ich hier noch weit? Ja, hier muss ich doch noch ein gewisses Stückchen fahren. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir hier unten nach der Brücke, gehen wir raus, beziehungsweise rein. So. Und dann müsste man das irgendwie noch so managen, dass der andere Zug vielleicht, also je nachdem, wo das Depot ist, ne, das Depot ist oben, der sollte also wieder eher möglichst hier unten sein. So, die Signale nicht vergessen. Hat es hier vorne auch noch ein Signal, das könnte dann gefährlich werden. Hier hat es tatsächlich auch noch ein Signal. Das nehmen wir weg, sonst fährt der Zug bis nach vorne und dann blockieren sie sich. Sondern wir brauchen die Signale hier hinten, wo es zweiteilig wird. Dann müssen wir uns nachher schnell die Linie noch einblenden lassen. Und zwar hier. Und nach einigem Abstand hier. So, gucken, dass ich nicht einen Durcheinander kriege.
Ja, jetzt ist der Zug eh schon hier oben. Okay, wir lassen den jetzt nochmal runterdüsen. Sonst haben wir beide Züge hier oben. Das kann es nicht sein. So, und hier kurz vor der Tunneleinfahrt kriegt er hier sein Signal noch. Gut, das müsste eigentlich passen. Das können wir jetzt schnell nachkontrollieren, indem wir den Zugang klicken auf die Linie. Okay, benutzt werden beide Linien. Gut. Depot können wir das hier verwenden. Das müsste ja definitiv klappen. Und während der Zug zurückfährt, kaufen wir uns mal einen neuen. Das darf ein relativ schneller sein. Huch, Moment, Moment, Moment. Ich möchte ja noch ganz schnell gucken, was wir hier haben. Diese schwarze. Sollen wir nochmal so eine nehmen? Wo war die? Dann wären sie wenigstens gleich schnell. Wie viele Wägen hat der? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nur 5, sage ich jetzt mal. Wie viele Leute gehen denn rein? 100. Das dürfen mehr sein. Alt bin ich jetzt dran vorbei. Jetzt bin ich definitiv dran vorbei. Vor lauter Reden, Suchen, Vergleichen. Das war die hier. 260. Die klingt gut. Und dann gibt es ja diese Waggons, die einen, die machen glaube ich 230 oder so. Welche waren das gleich nochmal? Jetzt ist er im Tunnel, ich kann nicht abgucken. 140, das waren sie bestimmt nicht, das waren sie auch nicht. Hier. 200, 200. Da unten ist er. Ich krieg's nicht wirklich zu sehen. Das ist ein zu kleines Fenster. Waren das die hier? Das waren 200er. Aber ich glaube, es gab doch noch welche, die waren noch eine Spur schneller. Oh, hier. Okay. Ganz klar. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir halt nochmal so einen 100er. Und weisen dem Linie 49 zu. Ich möchte aber erst gucken, wo der Zug ist. Der soll möglichst weit schon bei diesem Bahnhof hier unten sein. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Der fährt mit fast 200 Stundenkilometern und hat aber schon wieder ein freie Wegesymbol. Warum das denn? Werden wir uns gleich ansehen. Jetzt weisen wir dem erstmal Linie 49 zu. Dann klappt das auch. Den möchte ich mir eigentlich schnell ansehen. Wir behalten den anderen ja im Schaufenster. Ja, die Lok kennen wir ja, die ist eh schön und die Wagen, die haben wir eigentlich beim anderen Zug auch schon eingesetzt. Der da ein bisschen in der Berggeschichte oben ist. Und das sieht einfach klasse aus mit Schatten und allem und hier die Bäume und ein bisschen Schnee und das hat aber schon getaut. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gesagt? Schön. Dann sage ich es jetzt. Schön. Ist schön. So, nimmst du schon ein paar Leute auf? Das würde ich doch hoffen. Während der andere hier unten jetzt immerhin nicht mehr auf freie Wege wartet. Okay, der fährt hier. Warum hat der auf freie Wege gewartet? Vielleicht wegen diesem Gleis hier? Nee, dann wird er jetzt nicht fahren. Fährt hier rein. Ja, vielleicht war halt dann der andere Zug hier, der von der weißen Linie. Hier. Ja, guckt euch mal diese Konstruktion an. Das ist schon relativ edel langsam, würde ich sagen. Jetzt da hinten raucht es noch, da brennt zum Glück nichts. Sondern hier steht unsere Fake-Dampflok. Sieht sicher auch cool aus, wenn der Zug dran vorbeifährt. So, der hat jetzt mal 54 Leute mitgenommen. Das möchte ich mir nochmal schnell ansehen hier. Ja, okay, das sieht schon wesentlich besser aus. Das ist vielleicht fast ein bisschen überproportioniert schon mit zwei Loks a 100 Leuten, aber lieber überproportioniert als dass hier zu viele Leute warten. Wie sieht es in der Stadt drin aus? Auch gut. Jetzt können wir noch ganz schnell was für die Stadtentwicklung tun. Nämlich hier einfach die Straßen ein bisschen breiter machen. Nee, ohne Tramgleis, das brauchen wir nicht. Aber die Straßen breiter. Beziehungsweise ich wollte nicht die Straßen breiter machen. Jetzt fällt mir ein, was ich wollte. Nämlich die Straßen fertig machen. Hier hat es dermaßen viele unfertige Straßen. An denen bauen sie nicht. Beziehungsweise wenn die KI das nicht packt, hier die Straßen zu verbinden, dann bauen sie nicht. Dann kann man der KI natürlich eigentlich noch ein bisschen helfen. Da ist irgendwas im Weg. Was ist denn da im Weg? Kann doch nichts im Weg sein. Doch, da ist wieder irgendeine Freizeit oder was im Weg.
Krümmung zu groß. Geht so nicht. Okay. Dann nehmen wir das mal weg und bauen es neu. Das ist einfacher. Oder auch nicht. Ne, da sind überall Sachen im Weg. Das ist, was ist das denn? Freizeit? Wahrscheinlich ist es Freizeit. So geht's. Gut, dann machen wir es doch so. Sonst noch irgendwo eine komplett unvollendete Straße? Hier oben. So, und aus dem Augenwinkel sehe ich, dass hier wieder alles auf freie Wege wartet. Ich denke mal, das ist soweit eh verbunden. Jetzt wartet er nicht mehr, das ist gut. Warum hat der hier dieses Warte auf freie Wege Symbol? Aha, ja, warum wohl? Hat der den eingeholt? Wie ging denn das jetzt? Weil der halt hier unten wahrscheinlich warten musste. Dann ist das so eine Sache mit... Aber das synchronisiert sich ja eigentlich von alleine. Denn mit den Wartezeiten, die sie haben... Passt das? Ja, der kann nachher hier hinten raus. Okay. Mit den Wartezeiten, die sie haben, ist es natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, dass sie dann doch einen gewissen Abstand bekommen. So, dann kannst du hier durchrauschen und dann können wir gucken, wie es da grün wird bei unserem neuen Zug. Wie viele Leute hast du drin? 8 von 100. Ei, ist ein bisschen. Aha, dann können wir gucken, wie es hier grün wird. Ja, denkst du. Okay, dann hat er doch noch ein anderes Problem. Wo geht denn die Linie 49 durch? Hier. Hat es hier kein... Hier hat es irgendwie kein... Doch, er hat eigentlich ein Signal. Aber der fährt nicht. Warum fährt er nicht? Wegen dem hier. Hier ist eigentlich auch kein Zug drin. Das ist wieder die Komplexität der Signalstellungen. Der fährt immer noch nicht. Auf was wartet der? Aha, okay, jetzt kommt der hier rein. Das ist ja okay. Aber der müsste eigentlich hier rot haben, während der andere reinfährt. Sonst wartet hier der Zug jedes Mal, bis dieser Zug hier reingefahren ist und wieder raus. Das kann es ja nicht sein. Aber warum hat denn der einfach frech grün? Und der hier wartet. Ich kann dem eigentlich nicht hier vorne ein Signal hinmachen. Wie gesagt, dann fährt er bis hier hin. Und wenn dann der Zug daherkommt, dann blockieren sie sich. Die haben hier nur ein Gleis zur Verfügung. Leider. Aber das muss doch auch so machbar sein. Stimmt das denn jetzt wenigstens, dass der losfährt, sobald der weg ist? Werden wir gleich sehen. So, er fährt mal aus dem Bahnhof raus. Jetzt hat er hier rot, wie es gehört, weil er natürlich im Bahnhof drin steht. Na, jetzt fährt er tatsächlich. Der hat gewartet, bis der hier raus ist. Das ist ja komisch. Eigentlich hätte doch vorhin das Signal rot sein müssen. Das müssen wir uns irgendwie in der nächsten Folge mal nochmal genauer angucken. Was hier, wieso so läuft, wie es läuft. Denn das ist nicht schön, um das auch mal gesagt zu haben. Aber dafür ist das ganze Spiel schön. Und dieser Bahnhof, der, ja, der ist halt schon auch mittlerweile relativ fett. Und schade ist auch, dass man jedes Mal, wenn man mit der Maus einen Gegenstand, also ein Bauwerk oder so berührt, dass es dann umschaltet hier in diesen, hier, in den Zeigemodus nenne ich das mal. Oh, und hier haben wir natürlich auch noch viel zu tun. Wir wollen ja noch ein ICE durchjagen. Und hier müssen wir noch cargotechnisch was machen. Ja, es gibt immer noch massig zu tun, zum Glück. Das wird so schnell hier nicht enden wahrscheinlich. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge werde ich dann mal wirklich gucken, warum der blöde Zug so lange warten muss. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.